Ich bin nämlich seit gestern Mittag schon, ja, ungefähr Mittag war es, wo ich angefangen habe, bin ich an einem kleinen Projekt. Ich dachte mir so, ja, versuchst du doch mal so einen kleinen Top-Down-Weltraum-Shooter. Irgendwie hatte ich da Bock drauf und habe ich mal angefangen und da habe ich mal weitergemacht. Und nach 12 Stunden, also gestern Nacht, hatte ich schon ein funktionierendes Ding, das auch schon mit Power-Ups und stärker werdenden Gegnern und so. Das habe ich heute noch ein wenig verbessert und wir werden gleich sehen wegen der Lautstärke. Ist eigentlich okay. Jo. Es geht im Großen und Ganzen einfach darum, das Ding steuert sich mit einem Pfeiltasten, mit Control kann man schießen. Das Schiff hat auch eine gewisse, wie nennt man das? Normalerweise steht das nebendran. Dingens. Sag schnell. Bewegung. Momentum. Ein gewisses Momentum mit drin. Das heißt, wenn ich so nach links steuere, dann zieht er noch ein bisschen nach und so. Das kann man dann mit Power-Ups bekommt man das ein bisschen weg. So, ich schieße mir einfach mal meinen Weg frei. Diese Kapseln hier beherbergen immer Power-Ups. Die kommen noch ein bisschen oft, das kann ich noch umstellen. Hier auf der Seite sieht man auch, ich habe zwei Schilde momentan. Jetzt habe ich die Waffe gerade verbessert. Drei Schilde. Mehr als zwei gibt es nicht. So, jetzt habe ich das Momentum ein bisschen raus. Immer noch ein bisschen da, aber nicht so krass. Hoppla. Die Kapseln machen mir nicht, wenn sie mich treffen. Alle anderen Dinge ziehen mir ein Schild ab. So, und jetzt sieht man auch, wie die Waffe bei steigender Stärke immer schneller überhitzt. Ist natürlich super praktisch, um sich den Weg frei zu schießen. Und jetzt habe ich auch schon genug Punkte erreicht, dass die Feinde langsam auf mich schießen. Jetzt muss ich noch vorsichtiger sein. Denn die Feinde funktionieren, beziehungsweise das Schießen der Feinde funktioniert mit einem gewissen Multiplikator. Jetzt habe ich die Waffe überhitzt. Jetzt konnte ich nicht schießen, eine Zeit lang. Schon wieder. Und wenn der Multiplikator 5000 übersteigt, dann hat er quasi einen Multiplikator von 1. Das heißt, sie schießen auf dich. Ab 10.000 schießen sie doppelt so schnell. Und das geht momentan bis viermal so schnell. Das hatte ich erstmal auf unendlich, also keine Änderung drin. Das ist halt ein wenig arg schwer. Au. Und ich habe auch schon einen Bosskampf mit drin, den wir bei ungefähr 25.000 Punkten erreichen werden. Ach fuck, jetzt habe ich gerade zwei mitgenommen. Die Feinde kommen auch immer in einem nicht zufälligen Muster, aber die Wellen, die kommen, werden zufällig ausgelöst. Das kann man theoretisch unendlich so weiterlaufen lassen. Das war gerade ein Geschwindigkeitsupgrade. Hoppla. Ich stelle mich richtig beschissen an. Ich kann das Spiel, ich habe es gemacht. Jetzt habe ich natürlich wieder nichts. Gerade in so einem Moment, wenn man schon viele Punkte hat, ist es ziemlich fatal, wenn man nichts hat und wieder anfangen muss. Da muss nämlich zuerst schnell Power-Ups zusammengrinden und möglichst nicht getroffen werden. Und man sieht, es ist. Und du redest halt, ja, das stimmt. Und Vorführung. So, ich habe jetzt minus ein Leben. Das macht nichts. Man muss einfach ein bisschen Glück haben, wenn man gerade getroffen wurde, dass man da halt schnell wieder aufbauen kann und ein bisschen Glück mit den Feinden hat. So, ein bisschen Geschwindigkeit, noch ein Schild.
Einmal Geschwindigkeit. Hat mich einer erwischt. Fuck. So, Konzentration jetzt. Teufel. Das scheiß Momentum, das ich noch drin habe. Na, ja, immerhin. Wir haben nämlich gleich den Boss hier und dann, übrigens, wenn die Schilder auf 0 sind, dann füllen sie sich wieder auf, beziehungsweise man bekommt ein Schild zurück, wenn man gar nichts hat, also man ist nicht ganz hilflos. Aber jetzt ist schon der Boss da, yay. Okay, cool, kriegen wir hin. Es fliegen ja immer noch Power-Ups und keine Meteore mehr und auch keine Feinde. Danke, ups, und das ist schon weg. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit zum Verschnaufen, bevor es richtig losgeht. Die Waffe ist momentan, das sehe ich nicht, ich glaube auf Stufe 3 oder so. Ja, damit kann man arbeiten. So, die kriegt man schon irgendwie weg, irgendwann. Ich sehe hier gerade, dass noch ein Schild, ein unsichtbares Schild rumfliegt von der ersten Waffe. Das muss ich noch entfernen, aber es ist noch vieles noch nicht so richtig. Zum Beispiel die Raketen, die machen noch gar nichts. Da habe ich gerade noch Narrenfreiheit. Die werde ich dann später auch abschießen können und die werden dich auch natürlich auch abschießen können. Aber noch machen die nichts. So, jetzt haben wir die Raketen auch abgeschossen, beziehungsweise das Raketendock. Und jetzt muss man eigentlich nur noch auf diesen mittleren Teil hier, auf das Cockpit schießen. Vielleicht ein bisschen zu lange, das könnte ich auch noch ein bisschen weniger Health geben. Und da haben wir es auch schon. Ja, und das war der ganze Spaß. Was sollen die Nullen auf dem Bildschirm? Das sind momentan noch Debug-Zahlen, die mir, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Nullen du genau meinst. Ich sehe die schon gar nicht mehr. Warte kurz. So. Meinst du das da? Das ist der Multiplikator von den Typen, die schießen. Wenn ich 5000 Punkte habe, geht der Multiplikator auf über 1. Denn ich habe... Ja, die Formel geht irgendwie so, man rechnet 5000 geteilt durch die Anzahl der Punkte. Und wenn die Zahl höher ist als 1, beziehungsweise die Zahl, die dabei rauskommt, ist dann schlussendlich der Multiplikator. Der jetzt bei 1, irgendwas stehen sollte, genau 1,03. Die schießen ganz vereinzelt. Hat mir noch keine getroffen, aber sie haben geschossen, man hat es gehört. Und wenn ich jetzt ein paar Punkte mehr habe, sagen wir 10.000, 11.000, doppelt so viel. Dann schießen sie schon beträchtlich mehr. Und wenn wir jetzt, sagen wir, ...20.000 haben, haben wir einen Multiplikator von 4. Mehr geht momentan nicht. Das ging ursprünglich bis 5. Und ab 5 kommt dann eh der Boss. Und ja, dann ist es dann schon ziemlich heftig. Gerade wenn sie von so zwei Seiten kommen, ist es richtig lästig, dem auszuweichen. Wir brauchen eine gewisse Strategie. Ich mache die immer eine Seite weg und dann mache ich so den Bogen so rum. Ups. So.
Und ja, ich wollte eigentlich schon früh anfangen zu streamen, aber ich wollte auch diesen verdammten Boss noch fertig machen. Das habe ich jetzt geschafft. So, komm. Boss. Fertig. Tatsächlich geht es schneller, wenn man ihn manuell abkühlt. Wenn man ihn quasi selber abkühlen lässt, wenn man ihn völlig überhitzt und dann einfach abkühlen lässt, dann kann man, glaube ich, insgesamt mehr rausballern. So. Nochmal aufcheaten. Eigentlich dürften jetzt auch keine Meteore mehr kommen. Ich weiß gar nicht, wo da der Fehler liegt. Es hat vorher mal funktioniert. So. Boing. Ja, und dann ginge es dann ins zweite Level. Und ich habe mir so vorgestellt, dass man Scheiß Rakete immer noch dass man, naja, man muss irgendwie einen Angriff auf die Erde fliegen. Jetzt ist man noch im tiefsten Weltall und da kommt die Erde so im Hintergrund immer so ein bisschen näher. Dann muss man noch die ein oder andere Raumstation muss man noch vorbeifliegen oder durchfliegen. Vielleicht mache ich dann noch irgendwie ein bisschen was mit der Perspektive, so eine Art Fake 3D. Da habe ich ziemlich viele Möglichkeiten. Und ja, schlussendlich fliegt man dann über der Erde und schießt dort auf irgendwelche Panzer und Kampfschiffe und so, wie man es halt kennt, wie man es halt kennt. Und ja. Ja, und ich muss auch sagen, hat ziemlich Bock gemacht. Also, ja, hat Spaß gemacht. Ich hatte Freude dran. Und auch, wenn man bedenkt, wie viel in wie kurzer Zeit möglich ist. Also, wenn ich jetzt den Boss nicht hätte, hätte ich quasi mehr oder weniger ein Endlosspiel. Und jetzt müsste ich nur noch die einzelnen Wellen mit reinsetzen. So eine Welle, zu coden, das dauert maximal 10 Minuten. Da habe ich eine neue Formation von Schiffen, wie sie kommen können. Und da kann ich auch unendlich viele reinsetzen. Also dann kann ich, der Zufallsgenerator wählt dann einfach eine der Wellen aus, je nachdem. Dasselbe ist auch mit Power-Ups etc. Raketen habe ich noch und eine Special-Attacke, die ich aber beide noch nicht eingebaut habe. Oder auf Krankenhäuser, Rathäuser etc. Ja, es sind ganz viele Möglichkeiten. Ganz viele Möglichkeiten. Also ich dachte mir so, man muss die Erde vernichten. Und was eignet sich einfacher, um die Erde zu vernichten, als CO2? Ja. Das Spiel würde dann in einer fiktiven Zukunft spielen, in dem Deutschland all sein produziertes CO2, also die 3 oder 2,5%, dem sie halt Anteil haben einem weltweiten CO2, die würden das dann irgendwo bunkern, unterirdisch, und du musst dich dann quasi dorthin durchschießen und dann im letzten unterirdischen Level da in, du musst irgendwie durch den Aha-Graben fliegen, den sie um den Bundestag ausgebuddelt haben. So in Star Wars-Manier, so durch die Schlucht. Und dann bist du schlussendlich bei diesem CO2-Depot und das kannst du dann zerschießen. Und dann werden diese 2,5%, die Deutschland Anteil hat am weltweiten Ausstoß, wieder in die Atmosphäre entlassen und danach ist die Erde brennt dann. Ja, die Erde brennt.